Ein Held ist in große Gefahr. Jetzt sollen Sie sehen, mit unsere Kanonen übrigens, was Stil angeht. Ach du Scheiße, was kommt da schon da angehört? Schwollen. Da in die Fernkampfwaffen. In die Fernkampfwaffen. Die sind das Gefährlichste für uns. Nicht die Nahkämpfer, die bei uns einfach reinrennen und durchgehen sterben. Was macht ihr denn da? Diese. Wir kümmern uns darum. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja. Ja. Wir haben gerade Verstärkung für euch. Vergesst es. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wo? Warum? Wenn ihr euch schon verstärkt, dann macht euch nützlich. Schießt ein paar Kugeln noch rein. Ich hasse Pässe. Kein Manövrierspielraum, keine Fähigkeiten, keine Möglichkeit für Diebe. Wie ihr wollt. Wo meint ihr, dass ihr schon wieder hingeht? Ja, mein Herr. Wir bleiben hier. Wir haben uns das Bollwerk aus Kanonentürmen nicht gebaut, damit ihr euch da vorstellt. Okay, wir regeln was am besten. Wir müssen. Aber lassen uns schon auf die eine Flanke stellen. Die Kanonen in der Mitte, damit sie sich gut bewegen können. Schaffen wir es auf die andere Seite. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das kann ich. Wir haben keine Helden mehr. Feinde greifen euch an. Benita Hero. Ich tue Alter. Mein Bestes. Wo? Macht sie nieder. Ah, diese Kanonen. Lehrt sie das Fürchten. Attacke, Angriff. Das ist das miserable Schicksal, das wir gerade jetzt haben. Zeigen, ein Gegner, der unendliche Ressourcen hat und treu und die gleichen Taktiken verwendet wie wir. Die gleiche Truppenwahl und all das. Ja. Ich tue mein Bestes. Das macht jeden Kampf, jeden ich Meter für eine, zu einer blutigen Meile, die wir zurücklegen dafür müssen. Sind wir genau die Richtigen. Wenn man so schafft, ist es schon wieder komplett kollabiert. Wer hätte es gedacht? Und ein Eric rennt schon wieder in den Tod. Geh da raus. Natürlich. Das kann ich. Für Ruhm und immer und jedes Mal, wenn wir es tatsächlich schaffen, uns eine Verschnaufpause jetzt zu verschaffen, können wir die nicht nutzen, weil unsere Truppen zu angeschlagen sind, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Es ist Zeit. Für Ruhm und Ehre. Das ist schon wieder richtig hart erster Weltkriegsfeeling, das hier aufkommt. Einfach nur Stellungskrieg, Fernkampfwaffen, Kanonen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Nein, das... Ich gucke 2 Sekunden von der Front weg und seht euch an, was mit unserer Armee schon da passiert. Seid unbesorgt. 2 Sekunden guckt mal, wie kommt diese Kanonen an. Wir brauchen Diebe. Das steht fest. Geht zurück, ihr elendigen, dämlichen Idioten! Wir lassen uns jetzt von unserer Turmfront beschützen. Stop! Wenn unsere Truppen hier stehen, werden die einfach von den Kanonen weggemacht und das hilft niemandem irgendwo was. So soll es sein. Wir lassen uns von der Turmfront beschützen und versuchen, Diebe durchzuschmuggeln, wenn es irgendwo möglich ist. Hier sind kaum Leute gestorben, das heißt, hier stehen die Feinde selten. Quick Save. Denn wenn wir nicht den Nachschubquellen ausschalten, dann kommen wir mit unserer Taktik keinen Meter weit. Ja. Die ist halt nicht auf einen endlosen Strom aus Gegnern ausgelegt, der einfach ohne Sinn und Verstand angreift. Sofort. Feinde greifen eure Häuser an. Nächste Verschnaufpause, Diebe brechen durch. Hier hoch. Seid unbesorgt. Wir kümmern uns darum. Greift von da aus ein bisschen an. Haben wir eine Gruppe 7? Ja. Haben wir eine Gruppe 6? Nein. Diebe sind Gruppe 6.
Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Mein Kumpel sitzt leider im Knast. Der ist Raubkopierer. Komm, sterb, sterb, sterb! Liebe Wunden. Gerne. Für euch doch immer. Für euch ja, die Liebe wurde entdeckt. Super. Da haben sie so keinen Zweck mehr. Ja, Herr. Sofort. Hoch da. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und mehr Kanonen gießen. Seid unbesorgt. Seht euch das an. Ich sehe nicht mal eine Lücke, wo wir Diebe durchschmuggeln könnten, wenn wir wollen. Wir wissen doch ganz genau, was passieren wird. Die Diebe werden, wenn sie hier durch diese schmale Lücke durchgehen wollen, werden die Diebe irgendeinen dämlichen Move machen und dann wahrscheinlich in einen von beiden reinrennen. So soll es sein. Aber hey, Gruppe 0 geht es in diesem Anlauf deutlich besser als in anderen. Ja, ja. So, Gruppe 6. Eure Mission ist purer Selbstmord. Ich erwarte, dass ihr sie erfolgreich durchführt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Herr. Mit Vergnügen. Euer Dorf wird angegriffen. Ich könnte schon. Und wir haben voll. Hab wir können nichts mehr machen. Dort oben im Baum. Ja, ist gut. Die Kanone muss weg. Die greifen unsere Türme an. Position halten. Es ist Zeit. Gruppe 6. Ich sehe keine Möglichkeit, ihn durchzukriegen. Das ist eine Katastrophe. Oder errichtet ein neues. Wer sieht eine neue Stadt aufnehmen? Okay, Gruppe 4 existiert offenbar schon lange Zeit nicht mehr. Wir machen Gruppe 4 wieder existent. Eigentlich sollte ich aber Ocean's 12 mitspielen. Aber dann keine Lücke. Die Frau von diesem Douglas genommen. Mist. Wir können nur einen Dieb auf einmal durchbewegen. Gerne. Natürlich. Keine aber Möglichkeit, sicher. Mehrere Diebe. Aber du ziehst dich nach hinten zurück. Ja. Du, für jetzt die Gelegenheit. Immer. Quick Save, du schaffst das. Geh einfach in die Nische. Alles, was du erreichen musst. Von da aus kannst du weiterarbeiten. Mache ich. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Natürlich. Er hat es geschafft. Quick Save. Mit 3 Diemen hätten wir es nicht geschafft. Einer von denen wäre definitiv entdeckt worden. Oh, Attack macht natürlich jetzt gerade gar nichts. Gruppe 0, die wahnsinnigen Teufel leben übrigens immer noch. Und ich wünsche jetzt ganz dringend, ich wünsche ganz hart, ich hätte das jetzt nicht gesagt. Getan, was ihr wolltet. Aber ich glaube, wir haben den Schwall ein bisschen gebrochen. Es kommen nicht mehr so riesige Massen auf einmal an. Oder wir beseitigen die Massen so schnell. Alter, was für ein Massengrab das hier ist. Das ist wirklich Erster Weltkrieg. Die hier müssen wir aus der Position rausbewegen. Der einzige Weg, den ich dafür sehe, ist, ein paar Kugeln abzugeben, damit die da einen Rückzug einlegen, was die Position halten. So, jetzt müssen sie sich bewegen und jetzt stehen natürlich die ganzen Affen da. Aber die werden weggebombt. Sofort, aber sicher. Gerne. Es ist Zeit. Wir können uns hinter der Leuchtung her bewegen. Und wir können uns hier unten durchbewegen. Perfekt. Natürlich. Für euch doch immer. Aber sicher. Gerne. Ja. Mit Vergnügen. Gut. Natürlich. Wunderbar. Speichern. Wir müssen weitere Spawnquellen finden, ansonsten kommen wir nicht weiter. Irgendwoher kommen all diese Truppen. Für euch doch und immer. Dahin wollen wir sie zurückschicken. Für euch doch immer.
Das ist ungünstig. Ich hätte gehofft, wir könnten... Natürlich. Na gut, dann nicht. Dann hier rum. So. Spürt du, elendiger Idiot! Sind angegriffen. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Warum hat der Dieb eine Angriffsfähigkeit? Es wäre mir so viel lieber, wenn er nicht mal dann durchziehen könnte. Option auswählen. Problem und PC zurück und überwältigt. Beenden Windows 10 fortfahren. Probier es mal. Einfach fortsetzen, weil Fortsetzung erfolgt. Für euch okay, da sind wir ein Zelt. Aus dem Zelt könnten möglicherweise Truppen kommen. Gerne. Gerne. Mache ich. Aber sicher. Nein. Mache ich. Für euch doch immer. Ja! Das zählt sich in der Spawnquelle aus. Aber sicher. Ja. Gerne. Für euch doch immer. Natürlich. Nein. Sofort. Aber sicher. Nein, da lang. Wenn wir hier uns hier hochbewegen, dann können wir vielleicht einen riesigen Haufen von Truppen umgehen. Das ist definitiv miteinander verbunden. Also scheint dieser Weg vielleicht sinnvoller. Für euch doch immer. Sofort. Für euch doch immer. Quick save. Mit Vergnügen. Mache ich. Mit Vergnügen. Wir haben einen Elefantenlinien. Für euch doch immer. Ja. Mit unser Vergnügen. Ziel in erster Linie. Gerne. Türme. Für nicht Kanonentürme, sondern ihr wisst ja, welche Türme ich meine. Ja. Ja. Ihr werdet angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Ich habe volles Vertrauen in eure... Sold werden gezahlt. Nein, warum habe ich auf die verkackte Mauer geklickt? Da, deswegen speichern wir an jeder zweiten Ecke. Ah, ich glaube, der Laptop wird irgendwann mal komplett neu aufgesetzt werden. Das Problem wäre, wenn ich das tue, dann geht Sony Vegas da drauf verloren. Und Magix kann ich nur auf zwei Rechnern gleichzeitig installiert haben. Und das ist bereits. Natürlich. Volk, ich würde mir dadurch ein Schnittprogramm verloren gehen. Mit Vergnügen. Auf dem PC ist ein Problem. Ja, ich glaube, der hat einfach ein Problem. Ich glaube, der ist endgültig jetzt zusammengebrochen. Für euch doch immer. Zahltag. Hat aber erstaunlich lang gehalten. Natürlich. Sofort. Gut. Am Arsch. Natürlich. Das ist einfach nur gemein jetzt. Gerne. Sofort. Natürlich. Diese Position ist absolut wertlos. Sofort. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir da unsere Truppen nicht hochbewegen sollten. Außer wir wollen die Mauern durchbrechen und dann dadurch gehen. Ihr werdet angegriffen. Aber es ist schlecht, wenn man... Wichtige Dinge ranzukommen. Sofort. Natürlich. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Wo rennst du lang? Mache ich. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Aber sicher. Mit Vergnügen. Sofort. Ich glaube, wir haben gerade ein paar Truppen verloren. Aber sicher. Natürlich. Quick Save, um zu schauen. Was ist uns verloren gegangen? Ich würde sagen, zwei Kanonen, oder? Zurück hinter die Kanonen. Und wir brauchen neue Kanonen. Ja. Aber sicher. Aber sicher. Vor allem diese ganzen Wohnstätten hier sind gerade. Gerne. Strophe. Für euch doch immer. Natürlich. Mit Vergnügen. Die Uhr brauchen. Könnt ihr mal aufhören, hier rauszukommen? Gerne. Es gibt Leute, die wollen hier gerne infiltrieren. Ja.
Ihr miesen, dreckigen. Dass sie ausgerechnet in der Sekunde zurückkommen mussten. Seht ihr vor allem, was für ein Regen hier ankommt an einfach puren Wohnstätten geschossen? Ja! Natürlich! Mit Vergnügen! So, da kommen die jetzt gerade zurück. Sobald die durch sind und die anderen raus sind. Gerne. Mache ich. Also sowas wie jetzt. Mache ich. Schnell. Mache ich. Es ist. Ich hasse euch alle. Zieh dich zurück. Nein! Aber sicher. Ja. Ja. Feinde greifen euch an. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Natürlich könnten wir jetzt zu unseren Fehlern stehen und einfach dann neuen Dieb von Anfang an durchschicken. Aber das Ergebnis wäre das gleiche und wir würden uns einfach viel mehr Zeit nehmen. Für euch doch immer. Natürlich. Alter. Sofort. Mit Vergnügen. Ja. Halt. Ja. Bessere Idee. Hier durch. Warum haben wir uns überhaupt die Mühe gemacht, dadurch zu gehen? Diese Stelle war doch sowieso die viel bessere Option. Aber sicher, mit Vergnügen. Es ist Zahltag. Baut euer Dorfzentrum auf oder errichtet ein neues. Diese Stelle war die viel bessere Option, sagte er, bevor sein Dieb in den Tod rannte. Schon wieder. Natürlich. Nein. Aber sicher. Ja. Stopp. Lass das. Zahltag. Baut euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues. Geh durch. Um Siedler in eure Stadt aufnehmen zu können. Mit Vergnügen. Speichern! Speichern! Aber sicher! Natürlich! Mit Vergnügen! Okay, das Turm? Ja! Mache ich! Das ist keine Spawnquelle? Ja! Die kommen ja aus einer Kaserne, aber weiß sicher! Ich. Natürlich! Mit Vergnügen. Natürlich. Die haben jetzt so viele von diesen Para-Wohnstätten rumstehen. Gerne. Ja. Mache ich. Sofort. Ich glaube nicht, dass wir hier die nötige Deckung hätten, um eine erfolgreiche Sabotage-Aktion durchzuführen. Quick Save. Wir können es aber dennoch probieren. Okay, eine Problembehandlung. Mach mal die. Was sind die erweiterten Optionen? Ja, das System. Stell das System mal wieder her. Vielleicht klappt das ja. Ja! Das meine ich. Nein. Stopp. Natürlich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wurde keine Wiederherstellungspunkte entdeckt. Oh, Motherfucker, warum? Euer Dorf wird angegriffen. Natürlich greift er das Dorf an. Wie ihr befehlt. Oh, dann sehen wir hier wieder diesen unglaublich blutigen Krieg einfach. Zeit für den nächsten Dieb. Wir wollen zwei Diebe da drin haben. Gerne.
gerne. Ich glaube, zwei haben eine Chance, es zu schaffen. Sobald sie tot sind. Gerne. Für euch doch immer. Aber sicher. Aber sicher. Mit Vergnügen. Ja. Ja. Natürlich. Für euch doch okay, immer. Der war sowieso schon entdeckt. Ungünstig. Mache ich mit Vergnügen. Natürlich. Ich glaube, wir haben gerade. Ich glaube, ihr habt gerade ein paar Pseudo-Life, die den Tod von El Laptop miterlebt.